Arbeit mit den Studierenden hat wirklich großen Spaß gemacht. Die waren unglaublich willig, haben sehr viel mitgearbeitet, haben sich auf viele Sachen eingelassen. Und gerade Heiden zu arbeiten ist ja, kann ja manchmal ein bisschen, na, nervig möchte ich nicht sagen, aber schon anstrengend sein, weil man sich so unglaublich in kleinen Details verliert und verlieren muss. Das hat sehr viel Spaß gemacht und auch mit tollen Kolleginnen und Kollegen zu musizieren zusammen. Und ja, es hat einfach ganz spannend angefangen, dass wir schon mal eine Probe vorweg gemacht haben, um einander so kennenzulernen, weil wir alle an unterschiedlichen Hochschulen arbeiten. Und ja, es hat unglaubliche Freude gemacht, zusammen zu musizieren. Ja, wir kannten uns ja tatsächlich noch nicht und es ist natürlich eine sehr spannende Sache, dass man am Anfang denkt man noch so, ah, die unterrichtet in Detmold oder er unterrichtet in Düsseldorf, aber im Endeffekt stehen wir als Musikerinnen und Musiker auf der Bühne und dann interessiert eigentlich nicht mehr, von an welcher Hochschule wir beschäftigt sind. Wir sind MusikerInnen und Pädagogen aus Leidenschaft und das ist, was zählt. Wir vier Solistinnen haben uns sehr gut verstanden, sowohl menschlich wie auch musikalisch. Und hoffentlich haben wir entsprechende Spielfreude vermittelt. Und hoffentlich haben die Studenten, hat es sie auch angesteckt. Die spielen natürlich auch toll ohne uns. Aber es ist eine wunderbare Chance, alle zusammenzukommen und auch zu zeigen, es ist nicht so ein großer Unterschied. Ne? Also es ist eine Tradition, die weitergegeben wird von Generation zu Generation. Und diese Chancen, eben das zusammenzumachen, sind sehr kostbar. Natürlich spielen wir im Unterricht sehr viel und spielen für uns, aber wenn man so in einer Konzertsituation da ist, zusammen ist, da merkt man wirklich, was in einem steckt, also wie viel Begeisterung, wie viel ist man bei der Sache wirklich dabei. Ich denke, für die Studierenden ist es sehr interessant, wenn sie teilweise ja ihre eigenen HauptfachlehrerInnen vorne stehen sehen, dass sie sich ein Stück weit Professionalität vielleicht davon abschauen, aber auch in den Proben schauen, na, wie macht er oder sie denn das da vorne und wie verhält er oder sie sich da vorne in den Proben, auch im Konzert, wie wird vielleicht mit Nervosität und diesen Dingen umgegangen, weil es ist natürlich schon etwas anderes, als wenn man einen, ich sag mal in Anführungszeichen, anonymen Solisten da vorne stehen hat. Unsere Mission ist eigentlich von allen Musikern, diese wirklich wunderbare Musik weiterzugeben, weil sonst stirbt sie aus. Also irgendwie, ne? Also das ist zwar also vor langer Zeit geschrieben, aber das ist ein sehr, sehr großer Reichtum, der wirklich weiterleben muss, finde ich.